Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die auch den elektrischen Stuhl überleben würden. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki-Banoki Late Night. Late Night. Late Night, heute mit den Ausgehtipps. Oh! Ja, ja, ja. Warum schreien wir eigentlich immer Keine so? Keine Ahnung, aber der Pegel, der donnert uns hier durch die Decke. Dann kriegen wir nachher wieder böse Anrufe nach dem Motto, alles kracht so im Radio. Ja, das ist auch gut. Ich fahr ein bisschen runter. Ausgehtipps. Ausgehtipps. Was machst du, bevor du ausgehst? Also nicht, wohin man ausgeht, ja. Ist ja scheißegal, wohin man ausgeht. Es ist ja immer so, da wo man hingeht, da muss Party sein. Ja, das stimmt. Ja, es ist ja egal, wo man hingeht. Und wenn man halt mal einen Ausflug ins Altersheim macht, da macht man halt mit den älteren Leuten mal richtig Rambi-Zambi. Ja, da wird auch mal eine dritte Runde Mensch ärger dich nicht gespielt. Da wird aber richtig mal... Ja. Ja, geht's richtig vorwärts. Auf jeden Fall, wenn du ausgehst, ja. Wie bereitest du dich vor? Also im ersten Step waschen, ganz klar. Okay, alles klar. Waschen, okay, ja. Und eine Nassrasur. Wo? Was? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Rasierst du dir den Hodensack? Natürlich. 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 Ja. Du nicht? Bevor ich ausgehe, immer. Nochmal frisch dann, ne? Ist klar. Keine Kiwi? Also mit Stoppeln? So also ich meine jetzt meine, nicht irgendein Mitbewohner oder irgend sowas, ne? Achso, du rasierst den eigenen. Den eigenen, ja, genau. Ja, also dann natürlich im Gesicht, ist ganz wichtig. Ja. Ja. Oh. Ich meine hier unten so am Hals. Ach, so am Hals. Und dann da musst du aufpassen, dass es nicht dann irgendwie so blutig wird und so. Und dann hast du dir doch ein Pickelchen auf. Ach, das ist dann... Und dann das blutet wie Sau. Dann blutet dann 5 Stunden lang. Ja. Und dann musst du... Dann, da hast du diese Klopapierfetzen dann drauf. Ich hab mal eine Staffel Lost, habe ich mal geguckt, nur weil ich gewartet habe, bis der Pickel ausgetrocknet ist. Eine Staffel. Ja. Eine komplette Staffel Lost, also 25 Folgen, ne? Ja. Habe ich geguckt an einem Abend, bis der Pickel da irgendwie ausgetrocknet war. Ich habe Ben Hur geguckt. Nee, das ist ja weniger. Nee, das sind 4 Stunden. Ja, aber am Stück. Du musst ja da noch zwischendurch drücken. Ich muss immer den Code eingeben. Ja, genau. Ne? Und ich habe dann zwischendurch immer so einfach mal Ben Hur und danach noch die 10 Gebote und Jesus von Nazareth. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ich hätte mir die Halsschlagader aufgeschnitten, weil es so gesuppt hat. Ne? Ist ja so runtergelaufen an der Hand. Ja, es war dann halt eine Lache unter mir. Ja. Ja. Manche sagen ja Lache und manche sagen Lache. Warum eigentlich? Lache. Lache heißt Lache. Doch, oder? Aber genau. Ich habe schon gehört. Aber weißt du auch, dass der Unterschied bei Männern und Frauen ist ja, wenn Frauen sich zum Beispiel in den Finger schneiden. Ne? Und man die so, ach Mist, Finger in den Mund, suchen mit der anderen Hand ein Pflaster und machen es drauf. Mhm. Wenn Männer sich in den Finger schneiden, ja, dann wird erstmal gedrückt, dass richtig was rauskommt. Mhm. Am besten noch 1-2 Tropfen auf dem Boden. Mhm. Ja? Und dann sagen, der Finger ist so gut wie ab. Und dann wird um Hilfe ersucht. Ja. Also du sagst, dass die Frauen diesen Reflex haben, Finger in den Mund. Ja. Wenn er reingeschnitten worden ist. Kann man den Reflex nicht auch irgendwie für sich nutzen, dass wenn man so kurz mal in den Penis reinschneidet, machen die den Penis im Mund? So aus Reflex? Weiß ich nicht, aber ich möchte mir nicht in den Penis schneiden. Aber so ritzen, so ganz leicht. Nein, auch nicht ganz leicht. Geht ja nur so das Häutchen so ein bisschen. Und das Bändchen so. Einmal durch. Und dann zack, oh, in den Mund. Zack, dann war... Ja. Aber das Bändchen durchschneiden. Da machen wir auch gar nicht mehr ausgehen. Ist das nicht. Nee. Also, wir waren bei der Nassrasur, genau. Ja, ausgehen. Nassrasur. Also, Entschuldigung, wir sind ja gar nicht weit gekommen. Genau. Wir sind noch bei der Nassrasur gewesen. Genau. Dann wird vorher schon überlegt, was angezogen wird. Da bin ich aber recht einfach. Also, blaue Jeans. Schwarze Jeans hast du auch? Hab ich auch. Also, hast du eine weiße? Nee, weiße Jeans nicht. Hallo, die 80er sind rum. Ja? Also, echt? Ja. Ja. Andere Jeans als schwarz oder blau? Schwarz, blau, grau. Grau. Mhm. So, und darauf dann wahlweise, je nach Außentemperatur, Polohemd, Hemd, Shirt, Pulli, Strickpulli. Du gehst immer so im Unterhemd raus, gell? So in so einem Wife-Beater. Nee, ich hab so ein paar Shirts, die sind an der Brustwarze sind die ausgeschnitten, weißt du? Damit man direkt so fimmelimmelimmelim macht. Fimmelimmelimmelim. Ja. Genau. Aber ich hab ist ja eigentlich auf, wenn du dir immer eine Brustwarze umspielst, dass du fimmelimmelim sagst. Was sagst du? Brrr. Achso, ja. Nee, bei mir ist ja, das ist, ich fange ja erst an. Achso. Du bist schon einen Schritt weiter. Ich bin schon einen Schritt weiter. Ja. Bei dir ist erstmal fimmelimmelim. Fimmelimmelim und dann später, aber das zeige ich dir. Okay. Das will ich dir auch nicht vertun. Ja. Das Ganze. Magst du das, wenn Frauen dir an den Brustwarzen rumspielen? Ja. Ja? Also nicht jede, aber...
Wenn es die Kassiererin Reven macht, findest du es nicht so gut? Kommt auf die Kassiererin an. Okay. Ich habe schon Kassiererin gesehen, da... Würdest du es dir wünschen? Da könnte man sagen, nicht wünschen, aber könnte man sagen, aushaltbar. Aushaltbar. Aber... Machbar, ja. Ich sag mal jetzt bei jeder... Aldi war besser. Okay. Aldi und Lidl und so, man muss ja alles nennen jetzt gerade. Ne? Das ist ja, du hast jetzt gerade Fastwerbung gemacht. Wir müssen ja alle Supermärkte. Du musst also jetzt alle Supermärkte. Auf Supermärkte. Teegut und so. Egal, wenn man im Supermarkt ist. Ja, alles Supermärkte. Also Supermärkte, genau. Grundsätzlich gibt es gute und schlechte. Genau. Discounter sind eher, die haben weniger Abi, deswegen weniger anspruchsvoll, so deswegen schwierig. Besser für dich an der Kasse die Nippel rauszuholen. Verstehst du? Also immer im Discounter kannst du den Nippel rausholen. Okay, kein ich Anspruch. Bin jetzt kein Anspruch, ja. Kein Niveau. Wenn du irgendwo in den High-Quality-Supermarkt gehst, so ja. Biomarkt oder sowas ja. Zum Beispiel. Die müssen ja, SUV die müssen im ja Biomarkt. Studiert haben, um genau, an der Kasse zu arbeiten. Ja, stimmt. Ja, da kommst du mal, komm mal und sag, hol mal einen Nippel raus. Ja. Da geht ja gar nichts. Nee. Ja. Ja, aber wir galoppieren uns gerade Nippeln. Waren, also, ja, wir waren beim T-Shirt, also du hast ein T-Shirt. Okay. Ich habe dir ausgeschnitten ein T-Shirt. Bist du Hutträger? Kappe? Nein. Gar nicht? Früher ja. Okay. Heute nein. Ich habe früher mal Baseballmützen getragen. Ja, Baseballmützen habe ich und habe auch eine so eine Kappe, so eine. Wie heißt die? Wie heißen die? Wie schreibt denn? Man? Diese. Wie heißen die denn? Scheiße. Franzose? Macht man nicht so eine Bastenmütze, bitte jetzt. Naja. Was denn? Bonalore Weibon. Was nein, kein was. Nee, wie heißen die denn? Diese. Der Opa von einem Kumpel hat immer gesagt, so Schlägerkäppchen. Schlägerkäppchen. Also Schlägerkäppchen. Die sind ja auch handelsüblich. Die so in der. Nee, die sind handelsüblich bekannt als Schlägerkäppchen. Ja. Schläger. Ich hätte gerne das grüne Schlägerkäppchen. Schlägerkäppchen. Und da sagt jeder im Norden, im Süden, ja. Im Osten, im Westen, sagen sie alle, im Ausland sogar. Wie heißen die denn? Die you so want to have a Schlägerkäppchen? Ja. Yes, we have here a lot of Schlägerkäppchen. Outlet Village hier in Boston, Dings da. Boston. Ist ja weltweit. Ja. Schläger Village. Mir fällt es auch ein. Schläger Village. Die Kappe. Schläger Village ist ja so Kapp halt. Was ist das? So Kapp. So Kapp halt. Kapp. Du bist ein Kapp. Genau, ja. Und so rein mental, wie bereitest du dich vor, wenn du rausgehst? Och, ich nehme, wie es kommt. Also das ist so, ne? Also, da bin ich wie du. Also da bin ich nicht anspruchsvoll, sondern... Nein, ich meine jetzt so vorher, bevor du rausgehst. Machst du irgendwie... Du möchtest masturbieren. Du möchtest auf das Thema Masturbation kommen. Nein. Das schon, nein. Ich, also, so wie bei diesem Film Verrückt nach Mary. Ja. So, genau. Also die Frage würde zu mir passen, hast du recht. Ja. Aber wollte ich nicht. Wolltest du gar nicht. Nein. ich wollte eigentlich da ausgehen darauf, also dass du darauf ausgehen, dass du vielleicht deine Lieblingsmusik nochmal einspielst, dich die Stimmung hochschraubst, nee. Dass du vielleicht irgendwie... Ich bin immer lustig, Sascha. Immer lustig, immer gut drauf. Warum nicht im Radio? Ja. 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 Bin ich immer gut drauf? Also ich mach mir immer meine Lieblingsmusik rein. Ja? Milli Vanilli. Ja? Girl, you know it's true. Ach du Scheiße. Ja? Und mach ich mir volle Kanne. Oder Sing Hallelujah von Dr. Alban. Mhm. Muss ich mal ausprobieren. Ja? Und dann Sing Hallelujah! Sing it Hallelujah. Ich glaube, nee, ich würde eher hier wie von Wickfield Saturday Night. Wickfield, da haben wir das Thema wieder. Wickfield. Ja, genau. Saturday Night, aber wenn du freitags ausgehst? Das ist ein Problem. Ja. Ja, da müsste ich hören. Na? Ein Lied mit Friday. Ja, es gibt bestimmt irgendwie ein Lied mit Friday. Ja. I don't like Fridays. Oder du guckst Freitag, der 13. guckst du noch. Ja, du guckst du mit, genau, mit Freddy Krüger. Ja. Nicht mit Freddy Krüger, mit Simon ist es. Freitag der 13. hat mit Freddy Krüger nichts zu tun. Stimmt, scheiße, du hast recht, ich habe immer recht. Nee, scheiße, du hast mal recht und das ärgert mich doppelt. Ja. Freitag der 13., also am Freitag guckst du nochmal, um die Stimmung hochzubringen, genau. Und genau. Samstag machst du Saturday Night. Genau, und dann schon mal als Einstimmung für den Kater The Day After Tomorrow. Ja, ne? Das ist dann halt, legst du schon mal in die DVD. Genau, das ich weiß, in den Player legst du mir den Film auch, wenn man, also ich habe ja gesagt, normalerweise am nächsten Tag, also bis 30, hat man ja einfach normalen Kater. Und ab 30 tritt man am nächsten Tag in einen zweitägigen Überlebenskampf ein. Ne? Also ist es bei dir auch, wenn ich freitags weggehe, habe ich sonntags noch was von. Nee. Also wenn es freitags richtig durchgeht. Bei mir nicht, Montag und Dienstag auch noch. Ja, Ärzte, früher hast du 2 Tage gefeiert und dann gingst du einen Tag nicht so gut. Heute ist umgekehrt, oder? Also ich gehe lieber freitags weg, weil ich weiß, ich habe dann noch Samstag und Sonntag. Ich habe 3 Tage. Deswegen ist es auch jetzt umgekehrt länger. Ja, okay. Also das ist halt, wenn man...
Wenn man einfach in jungen Jahren auf die Kacke gehauen hat, ne? Wenn ich, stell dir vor, ich hätte eine Woche gefeiert. Ja. Immer. Dann wärst du 2 Wochen krank. Und ich habe damals aus Vernunft eine Woche nicht gefeiert. Sondern nur 3 Tage. Ja. Weil ich wusste, später wird mir das wieder vor die Füße fallen. Das wird dir vor die Füße fallen, ja? Nee, ist da. Das waren die Ausgeh-Tipps von Schoki Manoki. Ja. Die müsst ihr beherzigen. Und wenn ihr die beherzigt, dann werdet ihr immer Erfolg haben. Jedenfalls. Beim Ausgehen. Ja. Ja. Boah, ich darf ausgehen. Juhu. Ja, endlich mal aus dem Heim raus. Ja. Hier, sag mal Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie. Gute. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.